Ja, und da bin ich wieder und dann wollen wir mal zum Endkampf. Lord Soth stands before you. So, he hisses. You have passed my little tests. You have earned the right to join my army. Be assured that you will do so after your deaths. Aha. Okay. Naja. Das geht ja. Lightning Bolt. Oh, komm, und einer, na immerhin. Mal gucken, vielleicht treffen wir ja noch mal einen. Jo. Okay. Ich muss jetzt mal den guten Mausling davon abhalten, dass er hier abhaut. Deswegen muss ich mich leider hier hinstellen. Okay, das ist gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. So, Dispel Magic. Willkommen zurück, Mausling. Achso, jetzt sind natürlich auch deine ganzen Dingszauber weg, aber na gut, nichts zu ändern. Falsche Waffe. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Na? Na komm. Dankeschön. 16.000. Kein Treasure. Na gut. Soth begins to regenerate. Do you strike him with a... Yo, Rod of Omniscience. Ja, mache ich. The rod erupts with a whirlpool of energy. You stand back as things are drawn into the nexus. Oh, Trissy. As Soth is pulled inside, he cries, Kitiara, help me! Then his body disappears into the maelstrom. Gone to another dimension. Ja. Wir sehen uns dann in Ravenloft, würde ich sagen. Zumindest wird er irgendwann in Ravenloft stranden. Weiß nicht, ob das jetzt schon der Fall ist, aber naja, wir werden sehen. Also wir werden es nicht sehen, aber könnte ja durchaus sein. Kitiara, wer ist das denn? Ah, Lenore heißt gar nicht Lenore. Leaps toward the rod when the whirlpool begins to dissipate. Do you try to stop her? Yes. You struggle with Lenore, surprised at her strength and ferocity. She shouts, You are dealing with Kitiara, not some pale thief. Release the rod now. I am still in your debt for freeing me from Soth. Release it and you will live. She touches the rod's tip and murmurs an incantation. Her eyes open in surprise as the rod explodes into a new whirlpool. Ja, das würde ich auch. That fool Sabos lied to me. I have destroyed the rod. Tja, er war eben kein Fool. Das macht ihn besonders.
You are sucked into the maelstrom. Kitiara is drawn away from you and disappears. Ja, die ist auch in den Büchern und sie ist auch irgendwie verwandt mit Caramon und Restlin. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist die irgendwie die böse Dienerin von Takisis und so ein Kram. Auf jeden Fall ist sie jetzt auch weg. Und wo sind wir? The knight on duty looks startled at your sudden appearance. Recognizing you, he shouts, "The rescuers of Storm's body have returned. In a puff of smoke. Egal. Follow me to the knight's council." Entschuldigung. The council meeting quickly breaks up when you are brought in. They call for your tale. The ranking knight pronounces, "We are very proud of your amazing achievements. Quinn will rest much easier with Lord Soth's demise." Ja, verschwinden eigentlich eher, aber gut. Uncovering Ariella's treachery in Kalaman was also a stroke of genius. Ja, genius? Sie haben ihren Ring gefunden und da hat sie sich selbst zu erkennen gegeben. I'm sure you have suffered horribly in the taking of Dargard Keep. The clerics have returned with Storm's body and he has been interred again. All the knights of Solamnia salute your achievement. Ja, solange er mir diesmal nicht meine Waffen wegnimmt. It sounds as though Kitiara has also been transported from our dimension. There is now no leader for the evil forces to rally around. You have succeeded where no others could. Ja, ihr ganz bestimmt nicht. Relax and travel as you will. You will not be called again until a new crisis appears. Ja. Natürlich nicht. Ich meine, dass ihr mich nicht ruft, wenn der Kaffee alle ist, das ist doch wohl klar. Und wenn eine Crisis kommt, natürlich ruft ihr mich dann wieder. We have hopefully seen the last of the Death Knights of Quinn. Ja, ja. The meeting breaks up and you are left on your own. Ja. So, dann wird mal gerastet. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass schon bald wieder eine neue Krise am Horizont erscheint. Ja, dann würde ich sagen, you can be escorted out of the tower if you wish. Jo. You're at the high closed tower. Do you enter? Nö. Ja, dann würde ich sagen, speichern wir nochmal ab. Und dann würde ich sagen, endet hier das Hauptspiel Death Knights of Quinn. Das Let's Play wird noch ein bisschen weitergehen, weil es gibt noch eine Quest, nämlich es gibt in diesem Spiel auch einen Death Challenge. Nicht vergleichbar mit dem in Pools of Darkness, aber nichtsdestotrotz ein Challenge von Dave und somit natürlich etwas, was wir angehen werden. Das werde ich dann in der nächsten Session machen. Für heute mache ich erstmal Schluss und bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit, da wir ja Death Knights of Quinn jetzt faktisch durchgespielt haben. Und ja, wer möchte, kann sich dann Dave's Challenge noch angucken, der hier nachfolgen wird. Und ansonsten, ja, verabschiede ich mich fürs Erste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.